Nein, heute ernstes Thema. Ganz ernst. Heute ist wirklich ernst. Frauenkörper gezeigt und die wurden anhand der Attraktivität, der sexuellen Attraktivität, oder ja, der Ach Mann. So Freunde, euer Simon hier, es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute ein extrem spannendes Thema. Und zwar beantworten wir heute die Frage, stehen Frauen auf Muskeln und auf wie viel Muskeln stehen die Frauen überhaupt? Genauso wie wir vor einigen Wochen eine Studie gemacht haben, bei der Männer Frauenkörper bewertet haben, haben wir das jetzt umgedreht und haben eine Studie gemacht, bei der Frauen Männerkörper bewertet haben. Anhand einer Skala von 1 überhaupt nicht sexy, furchtbar, bis 7 unglaublich heiß, unglaublich sexy. So, wir wollten schauen, stehen Frauen auf Muskeln? Oder ist es vielleicht so, das ist auch so ein bisschen ja, von mir geleitet, man hört ja immer wieder, nein, ich stehe überhaupt nicht auf Muskeln. Es gibt in der Psychologie auch ältere Studien und die hat eben was anderes ergeben, deswegen wollte ich das auch mal testen. Es gibt ja die Frauen, nein, ich mag ein bisschen, wenn er einen Bauch hat oder ich mag eher die dünnen Typen und das, was du hast, das ist viel, viel zu muskulös schon und da stehen die Frauen überhaupt nicht drauf. Das wollten wir beantworten, deswegen super spannendes Thema. Vielen Dank an alle Frauen, die mitgemacht haben. Wir haben 1079 Frauen haben mitgemacht. Also wirklich eine sehr schöne, große Studie oder eine sehr, sehr große Stichprobe, mit der wir wirklich gut zeigen können, worauf Frauen stehen. Wir haben nicht nur sportliche Frauen, also wir haben das Ganze unterteilt in sportliche Frauen, die viel Sport machen und in Frauen, die sehr, sehr wenig bis gar keinen Sport machen. Das war recht ausgeglichen, also könnt ihr jetzt nicht sagen, oh, das sind aber nur sportliche Frauen. Da gibt es nämlich einen starken Unterschied, werde ich euch auch gleich sagen. Was haben wir geprüft? Wir hatten 6 Kategorien von Männerkörpern. Wir hatten 6 Kategorien und in jeder Kategorie waren mehrere Körper. Und die waren nicht unterteilt, die kamen ganz willkürlich, ganz randomisiert und die sollten dann bewertet werden von den Frauen. Ich zeige euch jetzt jeweils 1-2 Beispielbilder aus der Kategorie, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Wir hatten den sportlich muskulösen Körper, wo ich dachte, ich sag's schon mal so vorweg, wo ich dachte, oh, das sind der Großteil der Frauen findet das so am attraktivsten. So dieser typische sportliche, ja, modelmäßige, aber schon sehr durchtrainierte sportliche Körper. Dann hatten wir den ja, pummeligen Männerkörper, ein bisschen Bauch, ein bisschen, ja, schon so ein bisschen übergewichtig, nicht die extrem dicken, aber so ein bisschen pummelig hatten wir da den Männerkörper. Dann hatten wir den extrem muskulösen Körper, das heißt wirklich der Bodybuilder, der schon fast so Mr. Olympia-Körper, also wirklich extrem muskulös. Dass der Körper, der wirklich auf natürliche, ich hoffe es wissen alle, der auf natürliche Art und Weise nicht erreichbar ist, wirklich sehr, sehr muskulös. Da hatten wir ein paar Beispielbilder. Dann hatten wir den sehr dünnen Mann, also wirklich ein Mann, der sehr dünn ist. Sehr, sehr dünn. Wollten wir auch mal schauen, vielleicht gibt es da Frauen, die den gut finden oder wie schneidet der ab. Dann hatten wir den Körpertyp, der sehr muskulös ist. Also ja, ich glaube so, ja, das Ziel von vielen, ja, von vielen, die YouTube schauen, also wirklich so dieser Mans-Physik-Körper, der schon so ein bisschen drüber geht, also so das, ich würde es jetzt einfach mal so als Kategorie nennen, was vielleicht irgendwie noch machbar ist mit einer extrem guten Genetik und perfektem Sport, ob die jetzt nachhelfen oder nicht, spielt keine Rolle, aber wirklich schon sehr, sehr muskulös. Und dann hatten wir noch so den normalen Männerkörper. Nicht übergewichtig, nicht untergewichtig, nicht zu muskulös, nicht zu sportlich. Also wirklich so einen normalen Männerkörper. Und da hatten wir auch ein paar Beispiele. So, was kam jetzt raus? Ich blende euch jetzt mal die Ergebnisse ein. Aufgeteilt nach Frauen, die Sport machen, wenig Sport oder keinen Sport machen, Frauen, die viel Sport machen und alle insgesamt. Sehr spannend. Anders als bei Frauenkörpern finden, wir fangen jetzt mal bei schlecht abgeschnittenen Männerkörpern an. Frauen finden Männer nicht sexy, anders als Männer Frauen sexy finden, die pummelig sind. Die haben wirklich schlecht abgeschnitten, ungefähr auf einer Stufe mit den sehr dünnen Männern. Das heißt, die Kategorien haben sehr schlecht abgeschnitten und das bei allen Frauen. Auch schlecht oder nicht so gut haben abgeschnitten die normalen Männerkörper. Und was ich sehr interessant finde ist, ja, dass insgesamt wirklich die
die sehr muskulösen, nicht die extrem muskulösen, aber die sehr muskulösen, also wirklich die, wo ich noch dachte, oh, da werden die meisten Frauen sagen, oh, da stehe ich überhaupt nicht drauf, die haben wirklich am besten abgeschnitten, wirklich am besten. Und insbesondere bei den Frauen, die viel Sport machen, das hätten wir uns auch denken können, die Frauen, die viel Sport machen, finden die mit Abstand am besten, also wirklich einen sehr, sehr durchtrainierten Körper. Und wie gesagt, die Sportlichen, also der sportliche Körper hat auch sehr gut abgeschnitten. Was mich sehr gewundert hat, ist, dass der extrem muskulöse Körper, also wirklich dieser Bodybuilder-Körper, tatsächlich besonders bei den Frauen, die Sport machen, besser abgeschnitten hat als die pummeligen, die dünnen und auch fast auf einer Ebene mit den normalen Körpern. Ich hätte gedacht, dass die wesentlich schlechter abschneiden. Worauf will ich hinaus? Und das zeigt auch dieser Unterschied zwischen Frauen, die Sport machen und die Frauen, die keinen Sport machen. Es ist sehr interessant, viele ältere Studien noch zu dem Thema kamen eben zu dem Schluss, dass diese sehr muskulösen Körper gar nicht so attraktiv gelten. Jetzt zeigt sich sehr schön, dass Frauen, die viel Sport machen, auch mehr Muskeln attraktiv finden. Und ich glaube, das ist insgesamt auch, deswegen sind die sehr muskulösen Körper auch, haben die so gut abgeschnitten. Insgesamt ist es so, dass durch den Trend, durch Frauen befassen sich mit dem Sport, machen immer mehr Sport, wird dieser doch recht muskulöse Körper als immer attraktiver empfunden. Und das kommt auch sehr, sehr gut bei der Studie raus. Und das ist auch vielleicht für uns ganz schön, die Sport machen, dass wir es natürlich für uns machen, aber es wird auch als sehr attraktiv empfunden von Frauen. Deswegen ist das schon mal eine ganz schöne Sache. Ich zeige euch jetzt nochmal die Top 3, die Top 3 aller Körper. Da ist auf der ersten Stelle einer der sehr muskulösen, nicht extrem, aber sehr muskulösen. Auf der zweiten Stelle ist auch einer aus der Kategorie sportlich muskulös, auf Platz 3 auch. Aber wie gesagt, insgesamt haben die sehr muskulösen mit am besten abgeschnitten. Und aber das sind so die Körper, auf die Frauen in unserer Studie am meisten standen. Jetzt zeige ich euch ein Bild. Das sind die 4 letzten Plätze. Und da ist nur einer von den extrem muskulösen. Ansonsten sind es eher Körper aus der Kategorie sehr dünn und etwas pummelig. Fand ich auch, war ich schon ein bisschen erstaunt, auf jeden Fall. Wir haben dann noch gefragt, mit welchem Mann würden Sie denn am ehesten eine Beziehung eingehen? Und das war auch ganz interessant. Da ist es nämlich so, dass, wenn es um die Beziehung geht, da wird der sehr muskulöse Körper ist nicht mehr auf Platz 1, sondern da ist dann einer aus der sportlichen Variante auf Platz 1. Das könnte damit einhergehen, dass man einfach weiß, wie viel Arbeit das ist und dass man vielleicht, das ist jetzt so meine Deutung, aber ich kenne es aus eigenen Erfahrungen, dass man einfach weiß, wie viel Arbeit das ist und in der Beziehung ist das vielleicht ein bisschen schwieriger umzusetzen. Und vielleicht nochmal zum Schluss, auf Platz 1 beim Sexappeal zeige ich euch jetzt mal einen Körper und auf Platz 1 bei der Beziehung. Und das unterscheidet sich nämlich. Das heißt, ein Körper aus der Kategorie der sehr muskulösen Körper ist am sexiesten, am liebsten eine Beziehung führen würdet ihr aber, oder würden die Frauen am liebsten mit einem, der nicht ganz so viele Muskeln hat. Deswegen hier nochmal die 2 Beispielbilder. Diese Deutung überlasse ich euch jetzt, was euer Ziel ist, was bei der Partnerwahl oder sowas, was da euer Ziel ist, das könnt ihr dann selbst entscheiden. Wie gesagt, das sind so die Ergebnisse der Studie. Ganz klar, Frauen stehen auf Muskeln. Frauen stehen auf mehr Muskeln, als ich gedacht hätte. Vielleicht war es euch klar. Für mich war es ganz interessant. Also, wenn ihr den Sport macht, dann macht natürlich den Sport für euch, aber für euer Gegenüber ist es auch was Nettes. Wenn ihr vielleicht nicht wisst, wie der Sport bei eurem Gegenüber ankommt, er kommt gut an, also wäre das vielleicht auch ein Grund mehr, mit dem Sport anzufangen. Und eigentlich alles schön. Wie gesagt, kleine Studie, die ein bisschen aufrufen soll, vielleicht euch ein bisschen motivieren soll, zusätzlich nochmal ins Gym zu gehen, vielleicht motivieren soll, den Schweinehund ein bisschen zu bekämpfen jetzt im neuen Jahr. Freunde, abonniert den Channel, schaut bei Facebook, Instagram vorbei und wie gesagt, wenn ihr den Körper erreichen wollt und ihr keinen Plan habt, dann macht beim Trainingsernährungssystem mit. Das führt euch einfach zu dem Körper, den ihr haben wollt und der auch eben sehr attraktiv ist. Freunde, bis dahin, euer Simon.